Los. Jo. Herzlich willkommen in YouTube zu einer neuen Folge Payday 3 mit das Toni. Hallo. Und mir dem ITT. Heute die Mission Chaos im Club auf Normal. Wir versuchen nämlich zu sneaken. So. Sneaken. Genau. Sneak, sneak. Sneakerino. Wir haben schon einen Plan, den werdet ihr gleich sehen. Und wir versuchen den einfach umzusetzen. Ja, so ist es. Warte, ich will was probieren. Ja. Scheiße, kann ich hier nicht eine Tür knacken oder so? Okay, ich hab eine Idee. Ja. Wo ist dein Handy, ey? Ist auf fast jedem Tisch, ne? Ja, ein Handy. You can't come through here without an invitation. So, Tür ist auf. PC wird gehackt. Diesmal brauchst du die Karte nur dran halten. Ja, okay. So, ich deaktiviere die Kameras. Chains und Daryl sind bei mir. Sehe ich. First, get rid of that DJ. So, du musst das gleich machen, dass der nicht beobachtet beisteht, ne? Ja, ja. Darauf habe ich auch schon mal gewartet. You need an invitation to get through here. Das wollte ich jetzt nicht. Jetzt habe ich aus Versehen den DJ als Geisel genommen. Oh, das, okay. Ich hoffe, das wird uns nicht zum Verhängnis. Ich denke nicht, oder? Musik wird wohl nicht ausgehen, glaube ich. So, muss die Karte nehmen. Ja, ich weiß. Oh Gott. Alter, ich komm nicht dran. Wo dreht er denn hin, Alter? Ja, hab. Jetzt mach die Tür schnell auf. Ja. Und einmal nur ganz kurz reinlaufen und wieder raus. Ja, ist gut. Mehr nicht. War drin, bin raus. Warte da. Er ist nämlich jetzt oben bei mir. Okay. Ich hoffe, er macht jetzt keine Faxen. Hoffentlich nicht. Okay, er geht weg, sehr gut. Okay. Ich frage, wo die Managerin ist. Ich glaube, der kommt gerade. Civilian! Zivilistin? Das müsste die Managerin sein. Ich glaube, die hat markiert. Die kommt gerade hoch. Ja, Tatsache, das ist gut. Weil die will sonst gleich den DJ finden. Ja. You got an invitation? Okay. Ich hab sie. Okay. Ich fesse sie und dann komme ich nach unten. Ja. Ach, ich muss ja noch hacken, wa? Ich muss noch kurz hacken. Ihr Handy. You can't come through here without an invitation. Du hast gleich die schwierigste Aufgabe, weil du die scheiß Karte hast. Ah,
Alles klar. Ich hoffe nur, das klappt mit Amazon, weil die jetzt noch 3 Stops am Pferd sind. So, du musst jetzt einmal zu mir hochkommen. Ja. Genau. Keine Maske auf, ne? Nee. Jetzt nimmst du die VIP-Einladung raus. Jo, hab ich. Da war's mit dem Bild, kann man aber auch interagieren. Ja, das nehme ich aber. Okay. Jetzt musst du wieder nach unten. Ja. Und hinten in den oberen Bereich. Ja, beim Eingang meinst du, ne? Ja. Ich sollte dir vielleicht erstmal die Kameras da wegmachen. Okay, reserviert. Öffentlicher Bereich, privater Bereich. Achso, dadurch. Ja, wartet, da sind Kameras. Ja. Scheiße, hier ist eine Wache direkt hinter gewesen. Direkt hinter der Tür. Der stand an der Tür dran und ich habe ihn jetzt dadurch geschubst. Oh. Scheiße. Wer dich jetzt auch gesehen hat. Ja. Shit. Kamera über dir ist kaputt. Ja, soll ich ihn markieren? Ja. Warte, ich sehe ihn noch nicht. Ich sehe ihn gar nicht. Das war eine Kamera. Ich sehe den Typen hier nicht. Oh, der kommt. Oh, der kommt von rechts kommt der bei dir. There's a guard. Nicht gut. Okay, soll ich privat... Musst du den jetzt töten? Ja, soll ich jetzt... schlepp den woanders hin. Pack den da weg. Ich schmeiß den auf die Tanzfläche. soll ich hier zu dem in den neuen Bereich hier rein durch die Türen oder? Wo bist du? Nee, hier im Flur. Du musst hier an den PC. Der ist, der hier irgendwo ist. Falls wir das jetzt überhaupt noch machen müssen. Aber sonst kommst du nicht in den VIP-Raum rein. Ist normalerweise mein Laptop. Ja, auf der rechten Seite, auf dem linken Tisch. Ich sehe den nicht. Jetzt probier mal mit der jetzigen Einladung reinzugehen. Wo genau? Bei dir da? Ne, VIP. VIP, den Teil 2 oder private Boost 2, wa? Wo die 2 Spacken davor stehen. Ach so, unten wieder. Ja. Hola, ich hab aufs Handy geguckt wegen Amazon. So, ich komm da hin. You need an invitation to get through here. Ich brauche eine Karte oder was, aber ich kann nicht interagieren. Ja, die hast du eigentlich. Wie kann ich ihm die zeigen? Ja, wir müssen die eigentlich umändern, dass du auf der Liste stehst. Dafür brauchen wir den Laptop. Steht er denn jetzt woanders? Das ist ja nie dasselbe, ne? Da muss er jetzt vielleicht woanders stehen. Ich geh mal gucken, ob ich irgendwo einen Laptop finde. Müsste aber dann ja eigentlich hier oben stehen, ne? Ist alles gut, ich bin im VIP-Raum. Bin drinne. Okay. Problem ist, ich brauche eigentlich deine Karte, die du da hast. Ja, du hast aber auch sonst nirgends einen Laptop stehen sehen, ne? Sonst gehst du durch die Tür, die da in dem Raum ist. Warte, in welchem Raum? Ich kann nicht markieren. Warum kann ich nicht markieren? Hier, so meinst du, bei der Tanzfläche, hier rein jetzt? Da in der Ecke, da in der Ecke. Was bist du denn? Okay. Hinten rechts in der Ecke. Ja. Und dann gehst du hier schnell durch.
Kletter hier rüber. Ah, ne, geht nicht. Okay. Pass auf. Ja. Kannst rechts die Tür schon mal aufmachen. Du hast die Karte. Rechts? Ja, direkt rechts. Da läuft noch einer. Darf ich hier trotzdem hinlaufen oder wie? Bestimmt. Los, mach. Habe offen. Okay, sehr gut. Oh. Alter. Oh, ich wusste nicht, dass du direkt hinterherkommst. Mal wieder zu hinter uns. Was sind das hier? Öffnen, öffnen, öffnen. Das sind Sicherungskästen. Okay. Nicht öffnen. Sachen. Nee, nee, ich habe nicht geöffnet. Du kannst da bleiben. Okay. Ich muss jetzt in den Sicherheitsbereich. Ja. Und den Code rausfinden. Okay. Die Schaltkästen, wo du vorstehst, die sind alle nummeriert. Ja, genau. Und ich muss jetzt quasi sagen, welcher Code das ist. Aber ich knacke erstmal hier ein Safe. Alles klar. Scheiße, zu weit gedreht. What the fuck? Okay. Ja, bin gleich soweit. Safe ist auf. So, hab die scheiß Karte. Jawohl. Mir fällt gerade ein, ich habe das Gemälde hinten liegen lassen. Ja, hinten oben. Ja, ist egal. Könnte ich aber noch holen, ich bin ja... Nee, kannst du nicht. Wenn du jetzt aus dem Raum rausläufst, wirst du verhaftet. Wieso? Du keine Einladung hast? Ja, aber ich kann ja wieder so leise raus, wie ich reingegangen bin. Gerade Probleme, warte. Ich warte schon, ja. Feueralarm! Ich hab den Vault gefunden. Ja, ich muss erstmal einen Raum weiter. Ja. Erstmal zum IT-Raum, weil sonst geht hier Alarm los. Okay, aber mir kommt jetzt gleich Amazon, ne? Nee. Ich mach mal eine Ohrmuschel ab, damit ich Klingel auch höre, sonst habe ich hier gleich ein Problem. Dann, wir haben gleich ein Problem, wenn wir erwischt werden, mein Freund. Das auch. So, du musst den Schalter finden mit. Der heißt F430. F430, habe ich. Und dann den blauen durchhauen. Den blauen, ja? Ja. Alles klar, ist gemacht. Ist erledigt. Ja. Oh oh. Komme ich denn jetzt am besten wieder nach oben? Oh, ich sehe was, ja. Ich kann ja kurz das Koks holen und da reinschmeißen, ne? Koks, wa? Carlo, Koks und ja, ist gar nichts drin. Ey, jetzt ist die Frage, wie komme ich rüber und nach oben? Scheiße. Das weiß ich nicht, aber wir haben ja auch noch einen Raum da mit einer roten Karte, ne? Ja, psch, psch. So, wir kommen jetzt gleich Amazon. Ja, zum dritten Mal. Ich werde schon wieder angerufen, ich muss, geht dann kurz dran. Oder auch nicht. Oder auch eben nicht. Okay. Ja, die Frage ist, wie komme ich nach oben?
Denselben Weg zurück kannst du nicht mehr. Wo musst du denn hin? Ja, hier direkt, wo die Hand ist. Ich probiere es jetzt einfach. Obwohl, hier ist auch noch eine Was Tür. Was wäre denn, wenn ich da hingehen würde? Du kannst nicht klettern, mein Freund, du hast keine Maske auf. Ja, aber ich bin doch hier oben noch. Okay, ich habe eine Treppe gefunden. Ich wollte sagen, ich bin doch noch in dem Bereich, quasi auf der Höhe. Hatte ich gar keine Tasche mitgenommen? Ich hatte doch Koks mitgenommen. Ja, hast du doch schon aufgefuttert, hast du das doch schon inhaliert. Ja, habe ich auch. Na, siehst du. Das sowas macht man nur im Rausch. Das ich hacke. Krass, ja, das krasse ist, ich kann auch nur den einen Schalter, danach kann ich mit nichts mehr interagieren hier. Oh, hier, ja, ich glaube, die sind da. Aber jetzt klingelt, sag ich Bescheid. So, ich. Hat's geklingelt? Noch nicht. Aber jeden Moment. Junge, mach mich fertig. Ja, aber jeden Moment, die scheinen auf meiner Straße zu sein, also 100 Meter entfernt. Steh erst dabei. Ja, ich sehe doch, ich sehe ja die. Die Wenn du mir gerade nicht helfen kannst, muss ich mir kurz was aufschreiben. 6503 8662. Wo ist der dritte Code? Da haben wir drei Codes, oder nicht? Oder soll ich pokern, dass es einer von den beiden ist? Weiß nicht, wenn aber ein dritter fehlt, ist vielleicht schlecht. Ja, dann suche ich den dann. Autsch, ich hab übelst Damage. Oh, Junge. Hab mich geheilt. Okay. So, jetzt Daumen drücken. Ja. Uiuiuiui. Wir haben's gleich. So, hab die Crypto-Wallet. Ja. Ich glaube, wenn ich die jetzt abgebe, können wir danach abhauen. Okay. Ja, das Koks habe ich anscheinend echt abgegeben, aber dann wurde das nicht angezeigt, weißt du? Ja, das kann sein, irgendwie ein Fehler. Das Ausgang da. Aber weil der Tresor jetzt ja auch hier ist, will ich auch den Tresor mitnehmen. Klar, nehmen wir den mit. Dieses ganz schön mies, wa? Okay, hat funktioniert, leck mich am Arsch. Okay, jetzt könnte so, man optional, abhauen. Oder? Ja, wir können jetzt schon abhauen. Oder wir knacken halt noch den fucking Tresor. Ich würde sagen, ich nehme den Tresor noch mit. Auf jeden Fall. Du musst halt aufpassen wegen den Wachen, weil es gibt welche, die hier frei rumlaufen. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Also. Du kannst ja oben stehen, du kannst ja runtergucken, ohne dass du erwischt wirst oder nicht. Das weiß ich nicht. Ja, nee, sieht nee nicht dann lass, dann lass, dann lass, dann lass. Nix riskieren. Genau. Wir sind ja schon so weit. Oh oh. Sag nicht, der läuft jetzt hier rum. Der Tresor ist übrigens auch hinten auf deiner Seite. Ja, da wo die Tasche ist, ne? Nee, da kann ich den Kram abgeben. Ach so. Komm mal rüber und versuch mal nicht zu erwischt zu werden. Ne, ich habe einen Trick 17. Oder Trick 18. Ja, Leute, wenn ihr die Folge von Eikes Perspektive sehen wollt, dann müsst ihr mal bei Eike reinschauen. Also ITT und dann einmal. Ne, ITT Gaming, ne? Ne, ITT. Oh, es hat geklingelt, Amazon ist da, ich bin sofort wieder da. Einen Moment. Oh nein, ernsthaft? Das ist natürlich keiner der Codes, den ich jetzt hier habe. Es ist einer mit 5, 6, 3 und 0. Hatten wir nicht. Ich hatte 5, 5, 0, 3, ne? So, ich bin wieder da.
Ja, Toni, wir brauchen tatsächlich den dritten Code. Okay, den musst du dann jetzt versuchen, weil ich muss hier ja eh gleich weg. Soll ich die Maske aufziehen und dahin kommen, wo du bist? Nein. Okay, das heißt? Das heißt, ich probiere jetzt beide Codes aus, die ich hier habe. Ich glaube Okay. aber, der ist es nicht, weil ich ja die Fingerabdrücke sehe. Ja. Okay, lass es mal dazu gucken, nicht, dass sie mich da noch erwischen. Jo, ich brauchte echt den dritten. Scheiße. Mist. Der war hier aber nicht im Büro, ne? 8862. Oh mein Gott, ich hab falschen Code aufgeschrieben. Alter. Ah, Nee, fail. ich habe nur falsch von meinem Handy abgelesen. Weil ich Oh. da eine Splitterung drin habe. Ah, Jo, Tresor ist auf. okay, brauchst ein neues Handy, ja? Kaufst du mal eins? Ja, kein Problem. So ein Spielzeugding, ne? Nicht, dass du das Datenvolumen wieder aufbrauchst. Welche Tür ist das hier? Das weiß ich nicht. Mach aber ein Paket auf hier. Ich lager das mal da alles. Nice. Wehe, das ist nicht viel Cash. Dann. Zwei Geldtaschen habe ich schon. Ja. Ja, wie gesagt, Leute, also das Drei. ist. Guckt mal einfach bei ITT vorbei. Und. Ja, das ist halt schwer zu zweit zu machen, weil der eine muss die Schlüsselkarten nehmen und den VIP-Raum aufmachen, während der andere, Das halt ja, macht, ja. Es rumsneakt. ist halt so, weil irgendwer ist immer der am wenigsten machen muss, weil ja, das nun mal hier vonnöten ist, um das Bei dieser clean machen Mission, zu ja. können. Ja. So, ich habe alles zu Taschen gemacht. Ich bringe die jetzt nach und nach weg. Ja, okay. Sieht mich hier hinten keiner? Kann ich hier die ganze Zeit sprinten? Scheiße, hier große bestellen können. Das ist eine kleine Kanne, ey. Ich dachte, die wäre größer. Naja, die habe ich. Drei Taschen noch. Ja. Du hast deine Mikrokamera mit, Test. ne? Mikrokamera, ja, habe ich mit. Die musst du eben außerhalb des Raums, wo es quasi wieder hochgeht zum VIP-Raum, eben platzieren. Ja, um zu gucken, wann ich raus kann. Um zu gucken, wann ich gleich mit dran vorbei kann. Weil ich habe eine Okay. Waffe, weil du wirst nur rausgetragen. Ich werde ja, bei mir ist ja direkt Alarm. Wait, 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 wait. Ich hoffe, ich kann damit ein bisschen schwenken. Alter, jetzt läuft er direkt da unten unter mir ein Wachmann lang. So, ich habe die Oma der Box justiert, also du kannst auf die Kamera zugreifen, das ist ein super Spot. Ja, komm los, beeil dich. Jo. Muss die Tür eben aufmachen, schnell. Mit der Schlüsselkarte. Und ich sie weg. Hey, das ist noch Lüftungsschacht. Jawohl! Da ist noch Ja, wenn wir die Lüftungsschacht. Karte nicht gehabt hätten, aber dann hätten wir über die Tanzfläche gemusst. Ach so. Nice, Toni! Ja, das ist ja super. Hast du gut gemacht. Ich habe eher wenig gemacht. Ja, du musstest halt Ja. dafür sorgen, dass du die Schlüsselkarte halt kriegst, ne? So ist es. So ist Ja, guck es. mal. 297k, aber safe. Aber auf Schleichen. Ja, perfekt. Dann, Perfekto. Schade, dass ich Level abgekommen bin, dann hätte ich die neue Panzerung schon gehabt. ja, mir fehlt auch noch ein Level, da hätte ich auch die neue Panzerung gehabt. Aber die, die du jetzt hast. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Das war einmal leise dadurch, ne? Und So. dann schau doch gerne bei ITT mal vorbei. Und ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.